Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie schön, Sie zu sehen. Wie schön, wieder in einem Saal zu stehen, voller klassikbegeisterter Menschen. Das Streaming auf Dauer wird doch ein bisschen fad für uns alle, oder? Finden Sie nicht, wieder Musik zu hören? Aber wir streamen heute Abend natürlich trotzdem, denn die Beethoven-Gemeinde weltweit, sie ist eine große. Herzlich willkommen, guten Abend zur International Telekom Beethoven Competition. Wir sind im Finale. Ein zweigeteiltes Finale, wie alle Jahre wieder. Es gibt zunächst das Kammermusikfinale heute Abend und dann das große Orchesterfinale. Das wird morgen stattfinden. Heute Kammermusik, Beethoven-Trios, kombiniert mit zeitgenössischer Musik. Denn die Competition heißt zwar Beethoven-Competition, aber sie möchte natürlich beleuchten, was war vor Beethoven, barocke Musik, was kam danach, Romantik und eben zeitgenössisches. Drei Finalisten stehen fest aus 100 Einsendungen haben Sie sich jetzt durchgesetzt und ich glaube, Sie können sich alle drei schon als Gewinner fühlen, oder? Was meinen Sie? Ja. Wir haben kurze Einspieler für Sie vorbereitet, verehrtes Publikum, und die schauen wir uns kurz an. Ich erzähle zwei, drei Takte zu den Interpreten und möchte Ihnen dann noch die ein oder andere sachdienliche Bemerkung oder Hinweis mit auf den Weg geben vor den Stücken. Und unser erster Mann heißt Giorgio Lazzari. Da ist er, da müssten wir ihn gleich sehen, ein Pianist aus Italien. Ich sage Mats ab. Hier, da ist er. Ein bisschen lauter vielleicht, dann hören wir was, genau. Aufgenommen im Semifinale, ein junger Mann aus Italien. Zu Hause, sagt er, stand zufällig ein Klavier herum. Zufällig hat er sich dran gesetzt und zufällig war das die ganz große Begeisterung. Platten hat er gehört bei den Eltern. Glenn Gould und Daniel Barenboim waren die Idole seiner Jugend. Und mal hören gleich, ob sich davon etwas vermittelt. Ja, gespielt hat er als Kind wenig, hat er mir erzählt, außer Klavier. Spiele, Fußball, Brettspiele haben ihn überhaupt nicht interessiert. Das Klavierspielen, das war seine Passion. Das Spiel, meine sehr verehrten Damen und Herren, darum wird es auch gleich gehen bei George Kurtak. Kinder sind großartige Spieler. Denn Kinder haben die Eigenschaft, dass für sie das Spiel etwas ganz Ernstes ist, etwas Existenzielles und zugleich etwas ganz Leichtes, Beiläufiges, was man eben halt so nebenher macht. Das verlieren wir Erwachsenen irgendwann, leider muss man sagen. Wenn wir Erwachsenen spielen, dann spielen wir, dann ist es etwas eher Nebensächliches und wenn wir ernst sind, dann sind wir ernst. Der spielerische Ernst und das ernsthafte Spiel, diese beiden Facetten zusammenzubringen, das fällt den meisten Erwachsenen doch eher schwer. Es sei denn, sie sind Künstler, sie sind Pianisten und haben sich diese spielerische Seite irgendwie bewahrt. Das heute Abend zu zeigen, wird eine der ganz großen Herausforderungen sein für die drei Finalisten, spielerisch und leicht und ernst zugleich zu sein. Wenn nämlich ein Publikum zuschaut, wenn Kameras zuschauen und vor allem, wenn eine sehr strenge Fachjury gleich in der ersten Reihe zuhört und zuschaut. Wie immer unter dem Vorsitz des des Wettbewerbsgründers, des Spiritus Rector, Pavel Gililov. Wir steigen ein gleich mit Beethovens Geistertrio, dem sogenannten, und freuen uns sehr, dass zwei Musiker des Bonner Beethovens-Trios hier mitspielen und den Solisten zum Trio dann ergänzen. Vorab gibt es zeitgenössische Musik von George Kurtak. Jatekok, so heißt ein Zyklus. Wir hören nur einige ausgewählte Nummern daraus, denn der ganze Zyklus, es würde Tage dauern. Seit ungefähr 50 Jahren schreibt George Kurtak Jatekoks Spiele auf gut Deutsch. Und das sind kleine, fein geschliffene Miniaturen. Sehr komprimiert, sehr, sehr zusammengefasst und für pädagogische Zwecke auch geschrieben. Und natürlich, und das vermute ich, hat sich George Kurtak auch beim Meister der Konzentration, des Kurzfassens und des minimalistischen Ausdrucks bei Beethoven inspiriert. Sind wir jetzt also gespannt auf unseren ersten Finalisten, Giorgio Lazzari.
Thank you.
Thank you.
Es war ein verehrtes Publikum Giorgio Lazzari, Finalist bei der International Telekom Beethoven Competition mit Michael Owrutzki und Grigori Alunyan vom Bonner Beethoven Trio. Und wir haben gehört, das Geistertrio von Ludwig van Beethoven. Und wir sind mittendrin in diesem Kammermusikfinale, das wir hier auch streamen. So, unser nächster Kandidat, und wir schauen uns ihn direkt an, das ist Alexei Tartakovsky. Als Kind, als dreijähriges Kind, kam es mit den Eltern von Russland nach Amerika und die Eltern hatten im Gepäck eine CD von Wladimir Horowitz. Die hat er ein paar Mal angehört und dann stand als Fünfjähriger der Berufswunsch fest, er möchte mal Pianist werden. Vor 2 Jahren war er zum ersten Mal in Bonn als Tourist und wollte sich das Beethovenhaus anschauen. Das war wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Und er hat nach einem Vorwand gesucht, so hat er es mir eben gesagt, nochmal wiederzukommen nach Bonn. Und heute Abend ist er hier. Und wir wünschen ihm natürlich alles Gute, dass bei diesem zweiten Besuch auch ein Besuch des Beethovenhauses möglich sein wird. Ja, und wir werden ihn auch gleich hören mit einem Klaviertrio von Ludwig van Beethoven. Übrigens, was für ein grässliches Wort, Klaviertrio, finden Sie nicht? Ein lateinisches Lehnwort, Klavier überhaupt, Klavier auch so ein grässlicher Begriff. Gibt es denn keinen schönen deutschen Begriff für Klavier? Clavis, wie der Lateiner sagt, der Schlüssel oder im übertragenen Sinne die Taste, daraus wurde das Klavier. Keine Sorge, nicht ich rege mich über solche Lehnwörter auf, sondern das tat ein gewisser Philipp von Zesen. 17. Jahrhundert, Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Er ist ins Feld gezogen und wollte die deutsche Sprache bereinigen und wollte alle der lateinischen Lehnwörter rausschmeißen. Und war natürlich noch in der Zeit vor dem Klavier. Und er hat eine ganze Menge solcher Wörter übersetzt. Und ich habe mal 3 schöne mitgebracht und ich lasse Sie mal raten, ob Sie erkennen, was gemeint sein könnte. Zum Beispiel hat er den Begriff geprägt vom Jungfernzwinger. Haben Sie eine Vorstellung, was das sein könnte? Jawohl, die Antwort ist richtig, ein Nonnenkloster. Ein anderer schöner Begriff, ja, der Jungfernzwinger. Es gibt auch den Männerzwinger, das ist dann das Äquivalent. Anderer schöner Begriff, Lustgetöne. Klingt ein bisschen, wir haben Kinder hier, seien Sie unbesorgt. Lustgetöne sollte die Musik ersetzen. Und Philipp von Zesen hat einen sehr schönen Begriff, einen deutschen Begriff erfunden für den Kritiker. Der Urteilsmeister. Diese Begriffe haben es nicht geschafft, aber viele, viele andere Begriffe haben wir ihm zu verdanken. Er hat aus der Tragödie das Trauerspiel gemacht, aus der Komödie das Lustspiel. Er hat aus dem Moment den Augenblick erfunden. Aus der Korrespondenz wurde bei ihm der Briefwechsel. Aus der Adresse die Anschrift. Man merkt, dieser Philipp von Zesen war in der Tat ein Poet. Und er hat aus der Passion die Leidenschaft gemacht. Dieses Wort geht in der Tat auf ihn zurück. Und damit sind wir natürlich bei Ludwig van Beethoven, dem großen leidenschaftlichen Mann der Musikgeschichte. Ich glaube, alles, was Beethoven gemacht hat, wirklich alles, war von Leidenschaft geprägt. Ob es der Rotwein war, der Kaffee, den er mit 60 Bohnen pro Tasse angerührt hat. Natürlich seine Liebesgeschichten, in die er sich mit Leidenschaft gestürzt hat. Und vor allem natürlich die Musik, mit der er gegen sein großes, tragisches Leiden regelrecht ankomponiert hat. Die Musik, die in jedem Takt Leidenschaft atmet. Und das hören wir auch heute noch. Und deswegen packt uns diese Musik so oft gleich auch das Klaviertrio in C-Moll, ein frühes Werk. Er war Mitte 20 noch ziemlich gesund. Und vorab hören wir wieder Zeitgenössisches. Aino Juhani Rautavaara, ein finnischer Komponist, er hat eine Passionale geschrieben, also ein Leidenschaftsstück. Und wenn man eines in dieser Musik hört von Aino Juhani Rautavaara, dann ganz offensichtlich eine Leidenschaft für die großen virtuosen Klavierkomponisten. Das ist ein Stück, vielleicht hören Sie es gleich auch so, ein Stück, das sehr viel hat von Liszt oder von Rachmaninow in ganz virtuosen Arpeggien oder einem ziemlich vollgesetzten Klaviersatz, wo die Hand des Pianisten auf eine harte Bewährungsprobe gestellt wird.
Das hören wir jetzt gleich. Beethoven übrigens hat selbst auch einen Versuch unternommen, einen lateinisch inspirierten Begriff ins Deutsche zu übertragen. Er hat nach einer Übersetzung gesucht für das Pianoforte. Sie werden davon gehört haben und ich freue mich, dass sich dieser Begriff nicht durchgesetzt hat. Sonst müsste ich jetzt einen Schwach-Stark-Tastenkastenspieler ankündigen. Aber dieser Begriff, das wurde Beethoven selbst ziemlich schnell klar, ist weder hip noch cool und überhaupt nicht catchy. Insofern freue ich mich jetzt nur sagen zu können, Alexei Tartakovsky spielt Klavier.
Ein Geniestreich, dieses frühe Werk von Ludwig van Beethoven mit diesem völlig überraschenden, leisen Pianoende, C-Moll
Opus 1 hier gespielt bei der International Telekom Beethoven Competition Bonn. Wir sind mitten im Kammermusikfinale und das waren Alexei Tartakovsky, Michael Owrutski und Grigori Alumyan. Dieses wunderbare Werk können Sie gleich noch einmal hören. Dann mit unserem dritten Finalisten Hans Su aus Südkorea. Vorab aber erstmal das, was auch in der Musik am wichtigsten ist, die Pause. Und für Sie, die Sie uns hier im Streaming zuschauen, bleiben Sie dran, denn für Sie geht es gleich direkt weiter. Wir senden ja zeitversetzt. Also bis gleich. Und es geht jetzt quasi Attacca weiter hier beim Kammermusikfinale in Bonn bei der International Telekom Beethoven Competition. Und der dritte und letzte Finalist ist ein junger Mann aus Südkorea. Er heißt Hans Su. Die Mutter hat den dreijährigen Knaben in einen Kunstkindergarten geschickt. Neben dem Kunstkindergarten befand sich aber eine Klavierschule. Und eines schönen Tages hat sich der kleine Hans gedacht, mal schauen, was sich da in der Klavierschule so tut. Da kommen so schöne Töne rüber. Das war es dann mit dem Kunstkindergarten. Er wurde abgemeldet, wurde angemeldet in der Klavierschule. Ein Jahr später bekam er Kompositionsunterricht und der Rest ist fast Geschichte. Seit 5 Jahren ist er in Deutschland, studiert hier noch und hat sich einen deutschen Künstlervornamen gegeben, der mir persönlich sehr gut gefällt, weil er in Deutschland, das ist mein Eindruck, so ein bisschen selten vorkommt, eben Hans, Hans Su. Darin kommt auch zum Ausdruck seine Begeisterung für die deutsche Tradition, für Beethoven natürlich, aber auch für das, was Beethoven ausgelöst hat, nämlich die zweite Wiener Schule. Auf die bezieht er sich und er komponiert. Und er hat uns Stücke mitgebracht, Hans Su, die er selber komponiert hat. 3 Stücke, die beziehen sich ganz bewusst auf Schönberg und seine Klavierminiaturen. Das erste Stück, Sie werden es natürlich sofort raushören, basiert auf einer 12-Tonreihe. Das zweite Stück ein Nocturno und das dritte Stück ein Jagdstück, ein sehr virtuoses Klavierstück. Und man merkt an dieser Auswahl, dass hier Klang wird, was sich Pavel Gililov vorstellt für diesen Wettbewerb, dass es eben nicht nur um Beethoven geht, sondern auch um die Initiative, um die innovative Kraft, mit der Beethoven die gesamte Musikgeschichte beflügelt hat, bis eben ins Jahr 2021. Und ich bin sehr gespannt zu hören, wie das klingt, wenn Hans Su spielt. Und dann gibt es natürlich nochmal dieses wunderbare Werk des 25-jährigen Beethovens, dieses C-Moll-Trio, das wir eben schon gehört haben. Und wir können, glaube ich, sehr viel Gewinn und Energie draus ziehen, wenn wir diese beiden Varianten mal abgleichen und gucken, wer was wie macht. Und natürlich sind wir gespannt, wie die Jury das hören wird und wie sie am Ende ihr Urteil fällen wird. Hans Su.
Thank you.
Und das, verehrtes Publikum, war das Kammermusikfinale bei der International Telekom Beethoven Competition Bonn 2021. Zum Schluss haben wir aus Südkorea Hans Sohn gehört. Die beiden anderen Finalisten, ich nenne die Namen nochmal, waren Alexei Tartakovsky aus Russland bzw. den USA und Giorgio Lazzari aus Italien. Diese beiden Blumensträuße sind für zwei weitere Herren, die heute Abend, denke ich, Großartiges geleistet haben, nämlich die Mitglieder des Bonner Beethoven-Trios, die es geschafft haben mit nur einer ganz kurzen Applaus. Genau. Und ich bitte Sie auf die Bühne, Michael Owrutski und Grigori Alumyan. Die
die wirklich Großartiges geleistet haben, wirklich innerhalb kürzester Zeit drei hochkomplexe Klaviertrios von Beethoven mit drei ganz unterschiedlichen Künstlerpersönlichkeiten hier so auf die Bühne zu bringen, dass wir inspiriert und mitgerissen sind. Herzlichen Dank dafür. So, meine Damen und Herren, in meinem Ablaufplan steht jetzt Juryberatung 25 Minuten. Ich schaue mal in die Gesichter der Damen und Herren, ob es wirklich 25 Minuten bleiben oder vielleicht eher 250. Nein, dann verabreden wir uns in 25 Minuten wieder hier. Wir sind sehr gespannt. Wir haben drei Preise, die heute Abend bekannt gegeben werden. Der Robert-Schumann-Preis, der Preis für zeitgenössische Musikinterpretation und schließlich der Kammermusikpreis. In diesem Sinne, bis gleich. Die Jury, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat entschieden, jetzt wird es spannend und wir machen es noch ein ganz kleines bisschen spannender. Drei Preise gibt es, wie gesagt. Ausgezeichnet wird die Interpretation eines Schumann-Werkes, die Interpretation eines zeitgenössischen Stückes und natürlich Kammermusik, Beethoven, Klaviertrio. Und bevor wir diese Sonderpreise jetzt hier vergeben, hören wir noch mal ganz kurz rein, was unsere drei Finalisten zu sagen haben über die Faszination zeitgenössische Musik und Kammermusik. I love chamber music. When you're playing chamber music, you have to listen to everything as a whole and how you interact with the other players. At first, I think you have to know very well the score. Not only your part, but also what the other musicians are playing with you. I love working with other musicians. I love sharing different ideas and similar ideas as well. Also be very reactive to what could happen, because it's still live music, so everything could happen. I really like to play contemporary music, and especially the pieces I selected from Kurtag, from Játékok. I like the contemporary piece that I'm playing. It's a short piece by Anu-Juhani Rautavaara, Finnish composer, and I found it simply by looking through the list of compositions by Rautavaara on Wikipedia. And I was like, you know what? What the heck? Just let me play my own piece. And I'm actually gonna play my own piece in Beethoven's Birthplace, which is very special for me. Ja, etwas sehr Besonderes für ihn. Wir glauben es sofort und kommen jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu den Preisen, den Sonderpreisen Kammermusik. Wir haben es nochmal gesehen, Hans Su, Alexei Tartakovsky und Giorgio Lazzari, das sind die drei Finalisten hier beim Kammermusikfinale. Der erste Sonderpreis ist der Robert-Schumann-Sonderpreis. Ich darf nun die Stifterin, die Spenderin herzlich auf die Bühne bitten, Anna Martini aus Köln. Jetzt Hans Su auf die Bühne bitten und ja, bitte einen großen Applaus für Hans Su. Herr Hans Su, mein Mann und ich, mein Mann sitzt da im Rollstuhl, freuen uns sehr, Ihnen den Robert-Schumann-Preis überreichen zu dürfen. Ich habe auch noch ein Opus mitgebracht. Vielleicht kennen Sie die Schumann-Bücher. Mein Mann hat die Krankenblätter von Robert Schumann transkribiert und das ist das Opus, was daraus entstanden ist. Aber ich möchte auch einen großen Dank an die Jury aussprechen, dass sie Hans Su diesen Preis, also den Robert-Schumann-Preis, zugedacht haben. Wenn Sie Schumann spielen, dann sinkt der Flügel
die Musik, es ist einfach ihr künstlerischer Ausdruck. Das zusammen ist fantastisch. Und ich glaube auch, dass Robert Schumann, wenn er hierbei hätte sein können, ganz bestimmt mit ihrer Interpretation sehr zufrieden gewesen wäre. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen für Ihre weitere Karriere ja nicht nur viel Glück, sondern viel Mut, auch wenn es mal schwierig ist, dass Sie weitergehen, dass Sie nach vorne gucken und ja, für Ihr ganzes Leben. Nochmal einen großen Applaus. Okay. Ja, machen wir an. Ganz herzlichen Dank. Der Robert-Schumann-Preis für Hans Zuge, gestiftet von Anna Martini und ihrem Gatten. Wir kommen jetzt zum Sonderpreis für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Werkes. Ich darf dazu Pavel Gililov, den Juryvorsitzenden und Spiritus Rector dieser International Telekom Beethoven Competition, auf die Bühne bitten. Pavel Gililov. Interesse auch speziell diesen Punkt von Programm angehört und das waren sehr unterschiedliche Arten der Musik und zeitgenössische Musik ist auch sehr unterschiedlich, genauso wie romantische Musik unterschiedlich und ich freue mich sehr, dass zeitgenössische Musik irgendwie auch salonfähig ist. Ja, das spricht für unsere Gefühl für die Zeit. Wir haben sehr gerne gehört heute, es ist sowieso so ein abwechslungsreiches Programm und wir haben eine Entscheidung getroffen, dass der Preis für zeitgenössische Musik geht an Giorgio Lazzari. Das ist auch ein ganz besonderes Anliegen für Giorgio, der widmet sich zeitgenössischer Musik wirklich sehr, sehr intensiv und wirklich in diesem Bereich ist wirklich ein ganz großer Könner. Ich freue mich, dass dieser Preis an ihm geht. Gratulationen auf einmal. Ja. Der Preis für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Werks für Giorgio Lazzari aus Italien und einen letzten Preis, einen Sonderpreis für heute Abend hier beim Kammermusikfinale gibt es noch für die beste kammermusikalische Interpretation, will sagen, das sind die Beethoven Klaviertrios. Bitte. Ja, faszinierend, also wie Kollegen Violine und Cello mit so viel Mitgefühl gespielt haben, auch mit jungen Leuten, versuchten sie zu unterstützen. Es wirklich, wirklich so zwei wunderbare Musiker. Also sie führen an auch die Gruppen Violine und Cello in Beethoven Orchester. Ich finde, das ist für Orchester auch sehr, sehr, sehr wichtig und wir werden die auch morgen erleben, noch im Orchesterfinale. In Auftrag auch von den beiden Kammermusiker und unserer Jury, ich verkünde, dass Kammermusikpreis geht an Hans Sung.
jetzt schauen wir mal, wer am stärksten morgen ist im Orchesterfinale. Ja, also ich werde sehr glücklich sein, wenn die Preise sehr gleichmäßig verteilt werden. Aber wie gesagt, wir werden sehen, wie es morgen ausgeht. Vielen Dank, Pavel Gililov. Und morgen gibt es dann ja auch, bitte. Ein Publikumsvoting. Sie sind alle eingeladen. Wir sind ab 19 Uhr live im Telekom Forum hier in Bonn und im Internet, im Streaming dann ab 20 Uhr das Orchesterfinale der International Telekom Beethoven Competition Bonn 2021. Beethoven Klavierkonzerte 3, 4 und 5 stehen dann auf dem Programm. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Bis morgen. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.